Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy hier aus Corfia. Und zwar befinden wir uns hier unten bei den Koordinaten 63, 28 und wir wollen einmal mit einem Goblin-Gleiter rüberfliegen hier auf eine Insel und dort gibt es eine Kiste und in dieser Kiste ist die vergessene Feder drin. Und ich zeige euch jetzt mal, wo wir uns befinden. Also hier haben wir den Weg, wo wir hochlaufen ins Lager. Und dort wollen wir jetzt hier am Rand einmal einen Goblin-Gleiter ziehen. Den kann man sich einfach im Auktionshaus kaufen für wenige Gold. Wir aktivieren den, fliegen hier auf die Insel rüber. Und hier liegt dann eine Feder. Die können wir einfach anklicken. Zack, wir haben sie eingetütet. Und dann haben wir hier die vergessene Feder als Toy. Wir benutzen das Ganze mal. Und jetzt schauen wir mal, was es macht. Benutzt, schenkt eurem Kampfhaustier die Macht der Walküre, sodass es neben euch herfliegt. Heißt, wir können jetzt irgendein Haustier nehmen. Jetzt gucken wir mal. Nehmen wir irgendwas Lustiges. Nehmen wir mal die Katze. So, okay. Katze haben wir. Und dann benutzen wir das Ding mal, die Feder. Tatsächlich, das kriegt halt so Flügel, ne? Das gibt's bestimmt. Warte mal, ich will mal den XT sehen. XT. Ob der, wie das bei dem aussieht. Das hat relativ kurze Abklingzeit, ne? 10 Sekunden. Ja gut, aber der läuft trotzdem am Boden, oder? Kann der fliegen? Doch, der fliegt sogar jetzt. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ist eigentlich ganz cool, ne? Kann man halt jedem Haustier so Flügel geben, wenn ihr eine Person seid, die öfter mal Pets draußen hat oder mit Pets relativ viel macht, ist das sicher ein ganz cooles Toy. Gut, das war's eigentlich auch schon wieder. Jetzt muss ich mal gucken, hier kommst du, glaube ich, zurück. Ah, schau mal, hier wirst du einmal zurückgeworfen und damit sind wir eigentlich schon am Ende mit dem kleinen Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.